2 und 5. 2 und 5. Die mittleren. Die mittleren Boxen für Quentin. Die Wette, ja, können wir schon anfangen. Die Wette ist sowieso jetzt gleich vorbei. Dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal, was da so ziehen für Quentin. Quentin ist auch schon des Öfteren jetzt am Start gewesen. Deswegen Quentin, vielen, vielen, vielen Dank für den Support und fürs Mitmachen. Und mal schauen. Abfahrt. Gehen mal rein in die Erde. Würde ich sagen, ist ein guter Start. Würde ich sagen, ist ein guter Start. Mukoko Future Stars. Aber normal nicht pink. Ja, egal welche. Also, egal welche. Elangas oder was war's? Palmas. Enmecha Sparkle und West McKenny. Hast du schon aufgelöst? War gerade weg und wollte doch noch zuschauen. Habe ich noch nicht, ne? Hab ich noch nicht. Wir machen es nach den zwei Blastern jetzt hier, komm. Leute, nach den zwei Blastern lose ich das Gewinnspiel auf Instagram. Das macht Thilo morgen in seinem Livestream. Ich mache das heute. Genau. Und ich hoffe, da läuft auch alles reibungslos ab. Das wäre schön. Das wäre schön. Gabi, Adams und es ist die Daniel Malen Sparkle. Pogba, Conceição, Lukaku, Akanji, Mbappé, Sparkle ist cool und die Di Maria. Wow to St. Petersburg. Mbappé, Sparkle, sehr, sehr, sehr nice. Zwei noch. Taric und Kalulu. Gut, es wird auch mal hier gesleeved. Letztes Pack für die erste Blaster. Box hier für Quentin. Ja, da kann noch mal ein bisschen was gehen. Mbappé noch mal Base. Hans van Aken, Perisic und die Schola Rookie Flex of Foundation. Cool. Aber kein Palmer und kein Elanga.
Oder bei YouTube. Guck dir einfach bei YouTube eine Flagship-Box an. Und geh nicht davon aus, wenn du dir eine Flagship-Box bestellst, dass du eine Autogrammkarte ziehst, weil Autogrammkarten sehr, sehr schwer in dieser Box zu bekommen sind. Nochmal schnell Gewinnspiel mitgemacht. Ach, Mainstream, du Geier. Mainstream-Gewinnspiel-Geier. Cesco! Cool, nochmal. Ansu Fati, Zapata, Sadio Mané und Lewandowski. Ja, ja, natürlich, ja, ist alles entspannt. Würde ich genauso machen. Aber das ist die Frechheit, dass du noch nicht mitgemacht hast. Das ist die Frechheit, Mainstream. Auf dem letzten Drücker. Bestimmt in der Schule auch immer die Hausaufgaben am letzten Tag gemacht. Beziehungsweise früh im Bus. So, zwei noch. Gareth Bale, En-Nesyri, Havertz, Brahim Diaz, Omar Richards und Hannibal als Retro-Rookie von Menu. Mein Motto. Nur gar nicht, ja, gar nicht gemacht, noch besser. Da kommt eine. Halt's Maul! Ein 50er Petri aus der Blasterbox! Aus der Blasterbox den Petri! Leckt mich am Arsch! Aus der Blasterbox! Aus das 30-Euro-Teil-Ding hier. WTF. Krank. Krank. Krank, krank, krank. Also Petri können wir in letzter Zeit. Petri können wir in letzter Zeit. Alter, wie geil ist diese Karte, bitteschön. Auto aus der Blasterbox. Richtig, es ist ein Auto aus der Blasterbox. Und nicht irgendeins, es ist ein Petri. Wie brutal ist das denn, bitteschön? Ein Auto aus der Blasterbox? Um das mal hier zu... Guck mal. Alleine ein Auto aus der Blasterbox ist doch schon eins von 80.000 Dingern, oder nicht? Das war jetzt übertrieben, aber... Boah. Brutal. Brutal. Und dann ist es noch ein Petri. Leck mich am Arsch. Eins von 1.800 Packs. Eins von 1.800 Packs und Quentin kriegt ein Petri. Krank. Quentin, ich hoffe, du bist mit der Petri zufrieden. Aus einer Blasterbox. Ich fasse es nicht, aber sei es dir gegönnt. Du bist gefühlt auch bei jedem Break dabei. Und da ist er. Da ist er. Der Petri. G. G. Jetzt sind die alle anderen Karten so oder so nicht relevant. Van der Bremt noch als Sparkle. Zack. G, G. Ich schenke dir die Haaland Basecard als Ostergeschenk an dich von mir. Nee, Quentin. Musst du nicht machen. Hab ich. Alles entspannt. Du musst mir kein Ostergeschenk machen. Das Ostergeschenk war, dass du hier beim Break mitgemacht hast. Beim Break. Beim B-Werk. Die Karte ist anders sexy, auf jeden Fall. Da mache ich nachher noch ein Foto. Die Pakete gehen Dienstag raus. Morgen ist Feiertag. Genau. Kann ich immer noch nicht glauben. Alles rausgeholt mit der Box. Einfach ein Petri-Autogramm aus einer Blasterbox. Du musst noch meinen Spruch lesen. Was? Wo ist dein Spruch? Oh, muss er jetzt hochscrollen für deinen Spruch oder was? Mainstream, Mainstream. Du musst Hausaufgaben nicht machen. Du musst nur wissen, wie du sie nicht machst. Aber okay. War okay.